Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Kinga und heute nur ein ganz kurzes Video. Ich bin euch immer nur schuldig, die Verlosung von dem Rucksack vom 1000er Abo Special. Ich habe das nicht vergessen, aber es war jetzt einfach immer so verlos. Und ich habe mir gedacht, ich bringe ihn mal bei irgendeinem Video unter. Aber habe ich jetzt nicht geschafft. Das heißt, ich habe nach wie vor alle, die mitgemacht haben, plus die Nein, was jetzt dazu gekommen haben, die nachträglich noch mitgemacht haben, dort Nein gemacht und der wird jetzt verlost. Und zwar, wie gesagt, das ist von Martin von MB Survival. Ich sage nochmal vielen Dank dafür an Martin. Der kommt übrigens demnächst zu mir runter. Da machen wir ein gemeinsames Video, damit ihr den Namen persönlich kennenlernt. Zu dem Rucksack. Der Rucksack ist von der Firma Highlander. Ist aus 600D XTP, also Cordura. Ist also sehr massiv. Es ist also ein kleiner Militärrucksack. Hat hier, und das ist ein cooles Feature, hat also hier quasi Molle-System. Hat hier vorne drauf Molle-System. Und hier ebenso Molle-System. Also von dem her kann ich hier noch viel mit dran machen. Hat ein relativ einfach gehaltenes Tragesystem. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, da kann ich 15 oder 20 Kilo rein. Das ist jetzt so 6, 7, 8 Kilo kann man mit dem locker transportieren. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen was da. Es ist hier nur so eine ganz dünne Rückwand, die leicht gepolstert ist da. Also sehr einfach gehaltener, hat aber hier sogar einen abnehmbaren Beckengurt dran. Also auch nochmal ganz gut. Und hat innen drin, und das ist eigentlich das Brutale an dem, der hat 35 Liter und wiegt nur 700 Gramm, obwohl er in diesem massiven Material gearbeitet ist. Hat also innen drin, ich habe jetzt alles mögliche reingestopft, ich hoffe man kann es erkennen, der hat also hier 35 Liter, das ist natürlich eine ganze Menge, und hat hier innen nochmal eine Innentasche, wo ich natürlich auch nochmal ganz schön was reinbringen kann. Wollte, dass ich meine Glassachen, also das ist relativ groß eigentlich, hat dieses Fach, sieht man vielleicht hier, also von dem her gar nicht schlecht gemacht, wie gesagt, nicht für 15 oder 20 Kilo Tragesystem, aber wer ein kleines Tragesystem hat, der hat sogar eins, er hat hier unten so ein Löchlein drin, falls mal Wasser reinkommt. Das wäre allerdings das erste, wo ich persönlich jetzt ein Klebebandel drüber tue, damit, wenn ich in meinen Boden abstelle, kein Wasser nicht reinkommt. Gut, und den verlosen wir jetzt. Also wie gesagt, ich sage nochmal vielen Dank an Martin, dass er da mitgemacht hat, den kleinen Spaß. Ich habe also hier jetzt, wie gesagt, alle drin. Ich mische hier nochmal durch. Gut, also viel Glück. Sydney Bolz hat gewonnen. Ich hoffe, man kann es lesen. Genau, also bitte bei mir rühren, mir E-Mail schicken, auf meine Kanalinfos ist mein E-Mail mit deinen persönlichen Daten und dann schicke ich dir den gerne zu. Okay, das war es heute ganz kurz, wie gesagt, ganz schnell mit mir. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf die nächsten Videos. Ich habe euch ja letzte Woche den Vergleich Sawyer Mini zu Miniwell L600 gemacht. Und der Miniwell L600 hat noch einen großen Bruder, den Miniwell L610. Der kann noch mehr. Der ist also perfekt für daheim, für die Krisenvorsorge. Und was der alles kann und wo ich überall raustrinke damit, das seht ihr am Freitag in meinem Video. Also, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum Freitag.